Willkommen wieder bei Mafia 3. Heute machen wir hier weiter, und zwar beim Rivero, bei der Gewerkschaftserpressung. Andy Toretto müssen wir konfrontieren, aber erstmal müssen wir seine Wachen ausschalten und leise infiltrieren. Und ist nicht einfach, weil wir einfach nicht wissen. Ach, direkt wenn ich jetzt hier links um die Ecke laufe, ist direkt was. Klar, wenn ich jetzt von hier... den jetzt umleg. Ja, der hat sich jetzt hier hingelehnt. Der ist nicht tot, der hat sich noch hier hingelehnt. So einfach geht das, ne? Wenn ich spurt, da muss... Genau, hier wollte ich mich genau ran an diese schöne, schusssichere Weste. Da ist der! Los! Da ist gar keiner. Ich suche mir Deckung! Ich hab... Gar nichts wird hier gerufen. Ich muss nachladen. Die Waffe ist richtig cool. Die ist schön stabil. Tut keine... Ah, da hinten ist der. Komm. Scheiße, ich sitz fest. Wir kriegen alle ein Stück von ihm. Aber ich zuerst. Der Junge kann nicht schießen. Ja, erwischt. Der Junge kann echt schießen. Was sind die? Ich glaube, ich habe ihn umgelegt. Was bedeutet diese Uhr überhaupt? Die Uhr hat doch bestimmt auch was zu sagen, oder? Ich kann keinen töten, denn du denkst nur, du kannst dich verstecken. Die Schüsse kamen von da! Ach, das ist die Gewerkschaft, wo wir am Anfang waren, genau. Weil es sind keine Gegner hier mehr drauf auf der Karte. Ist auch egal. Wir holen uns jetzt dann einfach so. Ein Penner. Hier ist noch so ein Heilungsding. Verdammt, er hat noch einen erwischt. So leicht nehme ich nicht auf. Du denkst nur, du kannst. Verteilt euch, sucht weiter! Okay, ich warte einfach. Wo ist er hin? Unter uns ist etwas. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ich glaube, der ist drinnen, oder? Ich sehe ihn nicht. Wenn ist der Toretto, den wir holen sollen. Gott verdammt, wir müssen dieses Arschloch finden. Ich muss aus der Schusslinie. Oh Penner, wir haben dich jetzt. Entweder ihr tötet mich oder dieser jämmerliche Greco tut es. Na, weil Greco aber nicht hier ist. Ich brauche unbedingt ein paar bequemere
Erpressungsgeschäfte gesichert. Da haben wir aber ordentlich aufgeräumt. Oh, scheiße, Mann. Ja. Ja, 30.000, das weiß man auf jeden Fall. Dann ah ja, Verbündete und so weiter. Genau. Ja, das weiß man wieder zu. Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel. Ich schicke ein paar Jungs, die Wache halten. Schnapp dir das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel. Alles klar. Wir haben jetzt das Lagerhaus zurück erobert. Jetzt kommen die ganzen, wie heißen die? Vitos Leute und nehmen das ein. Da läuft bei denen, ne? Würde ich sagen, so viele auf einmal. Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vitos Galetta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scarletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Jetzt macht die Geschichte auch wirklich Sinn mit Vito, warum das Ende vom zweiten Teil so komisch war. Die wurden ins Exil geführt, glaube ich, ne? Du hast einen Bezirk übernommen. Cool. Ist jetzt mein Bezirk. Also Vitos Bezirk und auch meiner. Was bedeutet das denn? Verdienst. Ah, ich muss jetzt wahrscheinlich noch mehr und so. Vitos Scaletta. Ich kann das jetzt nochmal aufrechterhalten, aber wir fahren jetzt erstmal zu dem hier. Was ist unser Auto? Das ist unser Auto. Überfallkommando. Du kannst das Überfallkommando als Zerstörung abwählen, wenn du unterwegs bist. Um Überfallkommando herbeizurufen, wähle es im Auswahlrad aus. Weil ich ja gerade im Auto sitze, geht das nicht. Ich probiere es mal kurz aus. Ah, Überfallkommando eingefallen. Okay. Eingefallen haben wir noch. Die holen wir auf jeden Fall, wenn es brenzlig wird, so wie letztens, wo wir richtig einen Small gekriegt haben. So, wir sind jetzt da beim... Wie heißt der Typ? Ich weiß es nicht. Reden wir mal mit ihm. Wir müssen für ihn ein paar Sachen erledigen noch. Wenn alle... Ja, egal. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Habt gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen.
Der kleine Pisser Roy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst. Ach, er ist zurück im Lagerhaus, der Pisser. Ah, ja. Da haben wir schon mal aufgeräumt. Das kenne ich, den Ort. Deswegen räumen wir jetzt da nochmal auf. Ja. Hört sich an wie ein Elefant immer so. Okay, egal. Wird eh rausgeschnitten. Den Typen habe ich schon mal einen Besuch abgestattet. Vor 2 Folgen oder so. Und ich habe das einfach zufälligerweise nicht gewusst, dass man hier das so machen kann. Da drin sind die Penner, aber ich komme ja nicht rein. Oh, oh, oh. Ich kann mich erinnern. Ich könnte vom Büro aus übergehen. Das ist der einzige Weg rein. Sicher rein. Wir müssen uns leise verhalten. Die Tür brechen wir einfach auf, weil... Tja, jetzt sind wir drin, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Immer drin, immer drin. Ja. Schmuggelware. Wozu zum Henker willst du einen Köter? Nicht für mich, für Mary. Schau doch mal im Tierheim vorbei. Geht nicht. Sie will nicht irgendeinen Hund. Muss schon reinrassig sein. Du weißt schon, wie sie die reinrassig halten. Woher soll ich das wissen? Die lassen es die Mami-Hunde mit ihren Söhnen treiben, die Brüderhunde mit ihren Schwestern und sogar die Papi-Hunde mit ihren Töchtern. Im Ernst? Ist ja wie bei den Kreolen. Ja, ich glaube, den Scheiß haben sie in Europa aufgeschnappt. Genau, da gibt es immer erst einen Dialog und dann muss man gucken. Jetzt holen wir uns den Tipp. Und keine Aufmerksamkeit erlangt. Ich kann mir ein Scharfschützengewehr ein bisschen schießen. Genau, da hinten ist nämlich der Typ. Hier war man eigentlich schon mal. Weiß ich. Bin ich schon mal alle platt gemacht. Wir können aber jetzt nicht den platt machen und dann den platt machen. Weil er wird sofort abhauen. Jetzt können wir den platt machen. Er ist hier drüben, ihr Flachwichser! Da bist du also. Ich gehe in Deckung. Ich kann dir nicht mehr weg. Wir sterben wie die Fliegen. Ich rush jetzt. 2 Scheine für den Mann, der diesen Penner kalt macht. Hier herrscht ein Scheiß aus! Schickt alle her! Glaubst du, du kriegst mich aus? Versuch es ruhig! Scheiße! Bringt mich ins gottverdammte... Der Kleine will mitspielen. Jetzt reicht's mal mit dir, du Schwein. Du musst das nicht tun! Klar tue ich das. Und erledigt ist der Job.
Gesichert! Wir müssen nur da rein und die anderen sind egal. Verbesserungsverlauf zu... Ah, da jetzt haben wir schon ein bisschen mehr. Weiß mir Vito zu. Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Ich schick sie dir. Und Lincoln, nur weil Greco ein Idiot ist, ist er noch kein Weichei. Wahrscheinlich wird er ein paar Leute losschicken, um dich zu killen. Pass auf dich auf. Greif dir Greco und schlag ihn von mir aus windelweich, aber bring ihn nicht um. Das erledige ich. Ah. Cool, der fliegende Hörer. Der fliegende Hörer. Es geht weiter hier. Jetzt kriegen wir Besuch von den... Ich war im Zweiten Weltkrieg im 3. Zugkompanie C Panzerzerstörungsbataillon 614. Ich war zwar ausgebildeter Sanitäter, hatte aber trotzdem eine Waffe. In unserer Einheit waren alle schwarz. Die Armee wusste nicht, wohin mit uns. Jedenfalls wollten sie, dass wir nicht mit den Weißen zusammenkämpfen. Klimbach war ein kleines französisches Städtchen in der Nähe der deutschen Grenze. Und wir hatten den Befehl, es einzunehmen. 3 von den 4 Abwehrkanonen, die wir hatten, hatten die Krauts kassiert. Aber aufgeben kam auf keinen Fall in Frage für uns. Wir waren fest entschlossen zu beweisen, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser waren als die ganzen anderen Soldaten in der Armee. Red nicht gern über Auszeichnungen, die ich bekam. Wenn ein Mensch sowas überlebt, dann nur durch die Gnade Gottes. Ich finde es nicht richtig, sich mit Blechstücken dafür zu dekorieren. Außer Ihnen und John Donovan weiß es niemand. Nicht, dass ich mir große Mühe gegeben hätte, es geheim zu halten. Es hat nur niemand danach gefragt. Okay. Also hat er auch mitgemacht beim Krieg. Aber das war's jetzt für erstmal. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge bei Mafia 3. Ciao.